Hi! In diesem Video möchte ich dir zeigen, wozu ich meine Weihnachtsbeleuchtung noch benutze. Oder anders gesagt, wie ich viele kleine Lichter, die eh das ganze Jahr bei mir im Schrank rumliegen, als eine günstige, aber große Lichtquelle verwende. Nach dem Intro geht's los. In diesem Video zeige ich dir, warum meine Weihnachtsbeleuchtung nicht so weit weggepackt wird. Ich habe sie sogar das ganze Jahr im Studio liegen, da ich sie super als Lichtquelle nutzen kann. Jede Lichtquelle, auch wenn sie noch so klein ist, kann zum Fotografieren genutzt werden. Man muss halt nur die Kamera dementsprechend einstellen. In diesem Fall hier sind es jetzt 200 LEDs, aufgereiht zu so einer 6 Meter langen Lichterkette, die im ersten Moment nur als Mini-Lichtquellen gesehen werden. Aber zusammengelegt schon etwas größer wird. Ich möchte das in diesem Shooting zeigen mit Johanna. Johanna ist extra dafür aus Hamburg gekommen. Vielen Dank dafür. Aber jetzt zum Shooting. Als erstes möchte ich dir ein Set zeigen, wo ich die Lichter als flexibles Porträtlicht ansetze. Dafür sitzt Johanna an einem Tisch mit weißer Oberfläche. So ein einfacher IKEA-Tisch reicht da völlig aus, damit man noch so einen kleinen Glanzeffekt auf der Oberfläche bekommt. Es geht natürlich auch mit einer weißen Tischdecke oder so einem weißen Tuch. Nimm irgendwas, was du gerade zur Verfügung hast. Der einzige Nachteil bei so einer Lichterkette ist, dass das Licht halt so von unten kommt, wenn das auf dem Tisch liegt. Und es erweckt ohne Nachbearbeitung diesen Effekt, den man so aus Horrorfilmen kennt, mit so einer Taschenlampe am Kinn. Aber den Effekt kann man super in Photoshop verringern oder das Model einfach bitten, die Lichterkette so ein bisschen hochzunehmen. Oder man lässt das Model einfach den Kopf so ein bisschen senken, dass sie runterguckt zur Lichterkette. Für Ganzkörperaufnahmen bittet doch euer Model, sich einfach mal auf so einen Teppich zu setzen. Die Lichterkette könnt ihr um sie herumlegen. Und vielleicht rahmt ihr das Ganze noch mit so Gardinen ein. Ich habe da jetzt mal drauf verzichtet. Ich hatte auch keine da. Um die Atmosphäre zu erzeugen, die ich für das Bild haben wollte, haben wir uns für kuschelige Kleidung entschieden. So ein Wollpulli oder so eine Strickjacke eignen sich dafür besonders gut. Da kommt gleich so ein Gefühl von, naja, Winter, Wohnzimmer, Kamin, ihr wisst schon. Um zu zeigen, dass man diese einfache Lichtquelle aber auch für etwas sinnlichere Fotos einsetzen kann, hat Johanna für den dritten Teil des Shootings nochmal die Kleidung gewechselt. Aber da möchte ich jetzt wirklich nicht zu viel verraten. Sieh am besten selbst mal. Viel Spaß beim Video.